Hallo, meine lieben Skatfreundinnen und Skatfreunde. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist gleich 18:15 Uhr. Ich möchte mit euch das Soccer-Turnier spielen. 36 Spiele. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Teilnehmer es sein werden. Das ist jetzt noch relativ ungewiss. Aktuell sind 57 Leute gemeldet. Das werden sicherlich über 60, vielleicht 70 werden. Ich bin von Platz 64 auf Platz 58 gestiegen mit meinem 30. Zockerturnier. Jetzt haben wir hier die 246 zu streichen. Und wenn wir mal hier uns ein bisschen nach oben orientieren, da sehen wir, die meisten haben hier wesentlich mehr. Zum Beispiel auf Platz 49 werden schon 918 Punkte gestrichen, auch auf Platz 48. Und alles, was ich über 246 mache, steige ich hier punktemäßig nach oben. Und ja, das wird dann interessant werden. Also meine letzte Liste war ja nicht so doll. Habt ihr ja vielleicht gesehen, da habe ich 7 zu 0, glaube ich, gespielt. Wir können mal kurz reingucken. Ja, um 15:15 Uhr 7 zu 0 mit 5 umgebogenen Spielen mit 824 Punkten. War nicht ganz so doll. Das war meine 30. Liste. Wie gesagt, jetzt die 31. Und wir sehen uns wieder, sobald die Karten verteilt sind. 18? Ja. Passe. So, wir sind am Tisch Passe. und spielen hier mit Picoll und M. Pauli. Picoll ist in der Zocker-Rangliste ganz weit oben. Kannst. Also der streicht, glaube ich, 1100 irgendwas, habe ich vorhin gesehen. Also 4 Punkte. Achtzehn. Da wir nicht mehr gewinnen können, nehme ich das Ding raus. Wir sind aus dem Schneider. Ja, der zweite Stich ist unerheblich, weil wir konnten nicht mehr gewinnen. Passe. 18, passe. Peak. Naja.18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. Passe. Passe. Kreuz. Oh, besser. Kann das Spiel ja gar nicht laufen. Passe, passe. 18. Peak.
Tja, Herzdame war gedrückt, ich hatte kein Bild mehr. Das war vielleicht doch ein 18. Fehler, Passe. Kreuzkönig Passe. raufzugehen. Ich habe mir schon gedacht, dass dieses Bild entscheidend sein könnte. Herz. Achtzehn? Ja. Zwanzig? Ja. Zweiundzwanzig? Ja. Dreiundzwanzig? Ja. Vierundzwanzig? Ja. Siebenundzwanzig? Passe. Passe. Peak. Passe. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 30? Ja. 40? Ja. 50? Passe. Gedrückt. Grand. Ja, der Skat war nicht doll. Achtzehn, passe, passe. Mittelhand. Peak. Gar nicht so einfach, sich hier richtig zu entscheiden. Herz Ass könnte blank gewesen sein. Ja, raus sind sie gekommen. Ich habe gewonnen. 18? Ja. 20? Passe. 22? Ja. Drei Reizungen sind immer ein Zeichen, Passe. dass die Karte nicht gut steht. Kreuz. Weiter würde mich freuen.
Oder der Wechsel auf Karo wäre auch gut. Aber Herz wäre, glaube ich, das Schlechteste, was passieren kann. So, sechs Trümpfe. Ein Herz. Und drei Karos. Achtzehn, ja, 20, ja, 22, ja, 23, ja, 24, ja, 27, ja, 30, ja, 33, ja, 35, ja, 36, ja, 40, ja, 44, ja, 45, ja, 46, ja, 48, ja, 50, Wow, ja, 60. 54, ja, 55, 60 ja, gereizt. 59, ja, 60, ja, passe, passe, Grand. Hat der Karo König gedrückt? Der hat hier doch mit Vieren gereizt, oder? Was ist denn das? Hä? 18, passe. 20, ja, passe. Steht ja kein Mensch, was da gerade passiert ist. Na gut, egal. Peak. Passe. 18. Passe. Karo. Zwar 18, nicht gut ja. gespielt von mir 20, mit ja. Herz. 22, ja. Passe, passe. Wenn ich auf Pik wechsle, kommen wir auf jeden Fall aus dem Schneider. Und auch Trumpf muss ich einmal drunter bleiben, um. Ich habe ja auch noch die Option, in den Trumpf wieder 0. einzuschieben. Da wollte ich zu viel.
18? Ja. 20? Ja. 22? Passe. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Ja. 33? Ja. 35? Ja. 36? Ja. 40? Ja. 44? Ja. 45? Ja. 46? Ja. Passe. Grand. Nicht einfach hier richtig zu drücken. Ui. Der hat keinen Bogen. Der hat zwei Bogen. Okay. Hat aber nicht gestochen. Passe. 20, ja. 22, ja. 23, ja. 24, ja. Passe. Herz. 20 kann man natürlich auch Kreuz ausspielen. Passe. 18, ja. 20, ja. 22, ja. 23, ja. 24, ja. 27? Ja, durch die blanke 10 kann ich nicht Hand spielen. Ja, und? Hand. Und mir fehlen beide Trumpfvollen. Karo mit 2 in Hand. Passe. 18. Passe. 4 zu 5 steht Picol. Tja, das nächste verlorene kostet schon 3 Euro und das übernächste 5. Grand. Na, der scheint mit 4 zu sein. Passe. 18. Passe. Grand. Hand. Kreuz Ass liegt im Skat. Interessant. Und noch Pik 10.
Passe, passe. 18. Karo. Zwei Piken gedrückt. Das ist natürlich blöd. Passe. Passe. 18. Karo. Ist. Ah, da habe ich die falsche Entscheidung getroffen. Na, Herz Ass hätte ich laden müssen und Kreuz Ass 10 behalten. 20, ja. 22, ja. 23, ja. 24, ja. 27, ja. 30, ja. 33, ja. 35, ja. 36, ja. 40, ja. Passe. Kreuz. Hand. Achtzehn? Ja. 20? Passe. Passe. Pik. Passe. 18. Passe. Kreuz. Karo Lusche. Ah, jetzt kommt wenigstens ein volles. Ah ja, wäre auch 90 gewesen, tatsächlich. 18? Ja, passe. Der sechste Trumpf noch am Skat. Ah, das ist ein sicheres Spiel. Oh, vier Trümpfe gegen. Naja, dann kommen sie raus. Weil mit dem Herzstich wäre es ja sowieso so gewesen. Schneider frei. Passe. 18? Ja. 20? Passe. Junge Ass im Skat. Das ist natürlich gut. Grand.
Und gewonnen. Passe. 18, passe. So, falls Picoll noch ein Spiel verliert, kostet das 5 €. Kreuz. Vier Trümpfe sind raus. Nochmal Pik. Es kommt der Trumpfzucker. Ist das Schlechte? Da ist das Spiel mit 5 €. Passe. Passe. 18. Tja. Das Spiel ist ja gewonnen, egal wie ich den drücke. 54, 62 eigene. Grand. Ja. Achtzehn, passe, passe. Kreuz. Da haben wir noch ein verlorenes. Passe, passe. 18. Ein verlorenes könnte schon reichen Grand, Hand. für den Geldpreis. Oh. Ja, 12 da ab. Nochmal Herz. Nochmal Herz. Passe, passe, passe. Achtzehn, passe. 20, ja. 22, ja. 23, ja. 24, ja. 27, ja. 30, ja. Passe. Dass ich da nicht Kreuz, rankomme. Hand. Kreuzhand, es kommt Kreuzlusche raus. What ist das für ein Ausspiel? Und da sind wir in den Passe. Preisen. 18, passe. Kreuz.
Passe. 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 18? Karo. Passe, passe, passe. Passe. 18, passe. 9 verlorene Spieler, glaube ich, ne? Grand. Ui, das ist bitter. So, 9:0 Spiele und 9 verlorene. Das ist sehr schön. Ah, danke. 12,57 müsste eigentlich reichen. So, was haben wir denn hier an Abreizgeld? Ich glaube, die ersten drei sind 1,50, 2,50, 3,50, 6,50, 11,50. 12,50 an Abreizgeld hier am Tisch. Ja gut, dann sag ich mal Tschüss und macht's gut. Ja, vielleicht sehen wir uns morgen nochmal, aber morgen habe ich den letzten Vereinsabend. Den letzten Vereinsabend des Jahres. Und ja, das heißt also morgen Abend gibt es definitiv kein Skat von mir. Wir gucken mal rein in die Rangliste. Also gemacht habe ich erstmal 12,57. Okay. In der Rangliste Zocker. Huch, was ist jetzt passiert? Rangliste Zocker. Da müssten wir jetzt gut gestiegen sein. Jawohl. Also ich habe mich um 1000 Punkte ungefähr verbessert. Ich war vorher 56. Ein Platz vor Yogi. Und habe meine 200 irgendwas gestrichen. Also ich bin jetzt von Platz 64 in zwei Zockerpreiskarten auf Platz 48 gestiegen. Jetzt ist meine schlechteste Zockerpreiskartliste. Also das ist eigentlich meine zweitschlechteste, die ich in diesen zwei Monaten Oktober und November gespielt habe. 606. Das ist schon gar nicht so schlecht. Aber jetzt sind schon 700 Punkte zum nächsten Platz. Also es wird schwer, ne? Also muss ich schon 1300 spielen, um die 600 zu steigen, zu streichen. Damit ich hier 700 Punkte aufhole, es sind sogar fast 800. Also es wird schwer, hier noch weit nach vorne zu kommen. Da müssen noch etliche gute Listen dazukommen. Und richtig interessant wird es ja eigentlich erst so ab Platz 15, 16, wo die Preise ganz gut werden. Aber wir haben ja noch den ganzen Dezember Zeit. Also, und wie ich gerade gesagt habe, Picoll recht weit vorne. Sein schlechtestes Ergebnis wäre 11,66, was er hätte verbessern müssen. Okay, also ich sage Tschüss, bis bald, euer Quantus.